Hallihallo, seid recht herzlich gegrüßt zu unserem kleinen Erfahrungsvideo betreffend der Insektenunterbringung und Ernährung. Wir haben jetzt ja schon einige Zeit die Asseln und die Schaben möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Bei denen haben wir die Ernährung umgestellt. Viel Spaß. Also das sind mal die Panda-Asseln. Wir haben jetzt gestern den Boden aufgelockert. Man darf sich nicht wundern. Es sind sehr, sehr viele schon. Oh, habe ich euch beim Pimpern gestört. Sorry. Ach, ja, Privatsphäre gestört. Das ist so die Futtermenge, wo alle in einer Woche circa essen. Man kann sich dann vorstellen, wie viele es sind. Also jedes Mal, wenn man irgendwo was hochhebt, es sind wirklich sehr viele. Wir werden zu gegebener Zeit auf die Ernährung mit Schaben verzichten können. Da seht ihr mal, wie die diese Sepia-Schale aushöhlen. Deswegen sind Asseln auch sehr gesund, weil wir die eben komplett vollwertig ernähren. Ohne dass irgendwas schimmelt oder vor sich hingammelt oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Bin ich sehr, sehr überzeugt mittlerweile davon. Ich habe nicht gedacht, dass das... So sind die Temperaturwerte und Klimawerte da drin. Dann haben wir die kubanischen, da haben wir mal so einen Zuchtansatz nochmal dazu gesetzt. Das und seitdem explodieren die. Ich zeige euch das mal. Da guckt mal da rein. Das ist absoluter Hammer. Und da wenn man so alle 2 bis 3 Wochen mal so ein Schüsselchen füttert, so pro Tier vielleicht 15 bis 20 Stück werden das dann sein, dann kann man diese Asseln als Alleinfuttermittel verwenden. Also soweit würde ich jetzt mit meiner These schon mal gehen. Da die, der ist aus dem Garten draußen, den haben die schon komplett zersetzt. Die Sepia-Schale. Und ansonsten macht man eigentlich nichts anderes wie den Boden ab und zu umdrehen. Diese Ecke hier wird immer möglichst feucht gehalten. Ja, das ist also, die kriegen also Fischfutterflocken, dann kriegen sie diese Proteinpearls, dann kriegen sie so Algenchips, dann Gammarus und dann haben wir noch so eine Art Garnelenmix. Das mal so als Überschlag vom Futter. Die haben diesen Temperaturwert jetzt hier. Bei uns wohnen die im Couchtisch. So, dann zu unseren Fauchschaben. Die haben vorher Haferklei bekommen. Dann Weizenklei mit Critical Care. Und jetzt haben wir so eine Trinkflasche da reingestellt, damit immer sauberes Wasser da ist. Das ist Osmosewasser. Dann haben sie hier ihre Jellies. Dann haben wir noch die Flächen ein bisschen vergrößert, indem wir so Emporen dran gemacht haben. Und da ist das Fischflocken oder die Fischflocken drin. Das ist alles, was die Schaben brauchen. Wir werden heute noch eine Reinigung machen. Die hänge ich euch direkt hinter dieses Video dran. Wir haben das Terrarium noch ein bisschen optimiert. Und zwar, dass man die Scheibe nach so rausziehen kann. Dann braucht man nämlich das Terrarium nicht die ganze Zeit rausfahren. Ja, zu dieser Box gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Nur, dass sie halt temperaturüberwacht ist. Und dann gehen wir mal weiter zu den argentinischen Schaben. Ja, wir sind also jetzt hier bei den argentinischen Schaben. Die haben eben diese
selbstreinigende Box. Natürlich ist es jetzt nicht so diese artgerechte Unterbringung, wie man sie normal machen sollte mit Boden und so, aber wer einmal Schaben sich als Futtertiere gehalten hat, der wird feststellen, wenn man sie im Boden gehalten hat, das ist sehr, sehr schwierig, dann die auszusortieren, und bei den Fauchschaben ist es noch schwieriger. Ja, so als kleine Rückkopplung nochmal, da ist unten Luft, der Boden ist gelocht und da fällt die Schabenscheiße durch. Die reinigen ihre Box im Prinzip selber. Ja, und die Schaben, die ernähren wir mit diesen Jellies und mit diesen Fischfutterflocken. Hier haben wir noch Granulat, Feuchtigkeitsgranulat. Das hilft, das Klima in der Box ein bisschen zu stabilisieren, auch die Feuchtigkeit ein bisschen hochzuheben, damit sie sich leichter häuten können. Und das sind so diese gängigen Fischfutterflocken. Da ist also alles drin, was sie brauchen an Stoffen. Dann hier noch das fressen sie bis auf den letzten Krümel leer, diese Jellies. Und hier haben wir noch für Algenfresser jetzt die Flocken, weil diese Algenchips, wenn ich den reintue, die können sie nicht fressen, weil das Gebiss eben von den Schaben nicht so gut ist. Und diese Flocken, die sind innerhalb von 3, 4 Tagen sind die leer. Also da sind das ist ganz schön viel, was ich da jetzt rein habe. Also die fressen das wirklich gut. Die Schaben haben wir im August bestellt. Es waren mal 300 Stück. Da haben wir 200 kleine bestellt und 100 Medium. Und ich habe noch nie so schöne Schaben gehabt, muss ich euch echt sagen. Wenig tote Tiere. Schaut mal die Panzer, wie schön die aussehen, wie fit die sind. Hier haben wir Männchen. Die sehen jetzt ein bisschen immer ausgefranst aus, weil die ja ihren Paarungsschnickschnack da machen müssen. Ich sage ja, wir haben noch nie so schöne Schaben gehabt. Das ist wirklich, seit wir Futterinsekten haben, ist das noch nie vorgekommen, dass wir so schöne gehabt haben. Ich zeige es euch mal. Ohne Boden, ohne Obst, ohne alles. Die sehen wunderbar aus. Wir haben halt immer das Problem gehabt, dass das Futter, wo man reingetan hat, so Äpfel und so, das fressen sie schon gerne. Aber das fängt dann irgendwann zu schimmeln an, und Schimmel, den sieht man manchmal nicht. Und es wäre ja blöd, wenn man das an seine Futter, also an seine Agamen weiter verfüttert. Oder mit was man halt, oder was man halt die Schaben verfüttert halt. Ja, wie gesagt, die hier sind schräg angebracht, damit sie da schöner reinkommen. Diese Tropftränke, wo ich in meinem früheren Video mal erwähnt habe, die kann man für die Urlaubsvertretung reinmachen, würde ich jetzt aber für einen dauerhaften Betrieb nicht empfehlen. Da ist so Feuchtigkeitsgranulat, ist viel besser. Ja. Ja, anschließend machen wir dann die Reinigung von den Fauchschaben. Und ich hoffe, dass ihr die Insekten auch möglichst einfach und vollwertig ernähren könnt, weil wenn ihr die Insekten vollwertig ernährt, dann wird es eurem Pflegling auch zugutekommen. Wie gesagt, die Schaben, die könnt ihr so auch wahrscheinlich über Jahre hinweg halten, solange sie halt leben. Ihr müsst sie halt nur das zur Verfügung stellen, was sie brauchen zum Leben. Und somit habe ich jetzt für die Vitamingabe, das haben wir heute auch schon gemacht bei den Agamen, und fürs Probiotische, also wir nutzen da hier das Benepack-Pulver und das Nekton-Wrap, eine kleine Messerspitze, und das tut man auf die Schabe drauf und gibt es denen. So alle 2 Wochen machen wir das, und die Asseln, die kriegen sie halt je nach Bedarf. Habe ich natürlich auch den ganzen Stall durcheinander gebracht. Auch die Weibchen, die sehen sehr, sehr glänzend aus. Der Panzer, das ist echt der Wahnsinn. Jo, nun aber genug gesabbelt.
Wir sehen uns dann bei der Reinigung. So, jetzt habe ich also nun alles aufgebaut. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Man dreht hier also die Schraube auf. Das ist die Arretierung für die Scheibe. Dann kann man hier die Scheibe seitlich rausziehen. So sollte man es mit allen Scheibenläufern machen. Das könnte sonst sehr fatal werden, wenn man sich da nicht sicher ist. Dann nehmen wir hier stinkordinäres Melkfett. Und trennen damit die Glasscheiben und die Kanten ein. Wenn sie sich an der Kante nicht festhalten können, dann fallen sie zu Boden. Wie gesagt, man kann da ruhig auch am Behälterrand unten ein bisschen. Ich mache mal den Alustreifen unten, diesen Alurahmen mache ich gleich mit. Und reibe halt das Melkfett da ein bisschen ein. So. Diese Box wird nachher unsere Mutterschaben aufnehmen. So. Dann muss man auch immer diese Gegenstände genau anschauen. Da verstecken sich oft auch kleinere drunter. Man sieht sie vielleicht schon krabbeln im Bild. Wenn man sich nicht sicher ist, nimmt man eine größere Wanne dazu, wo man die Kleinteile reinlegt, trennt auch die Ränder ein. So, das Futter nehmen wir auch mal raus. Vorsicht hier, gell? Seht ihr sie am Rand unten? Da sind überall die kleinen Asseln. Man sollte sich eigentlich bei allem, was man in die Hand nimmt, auch im Futter können sie drin sein. Sachen wie Thermometer, da sind hinten drin alles voll. Wir werden heute keine verfüttern, wir machen nur vorne diesen Dreck raus. Die Kacke, die muss raus. Die längliche da unten, wo ihr seht, das ist ein Weibchen, die ist trächtig. Ich hole die euch mal her, dass ihr das seht. Das ist ein trächtiges Fauchschabenweibchen. Wunderschön. Die ist noch recht klein, die gibt es auch größer, also so ungefähr. Und wenn man denen in dieser Box was reinlegt zum Verstecken, dann bleiben die auch normalerweise da drin. Wenn sie keinen Rückzugsort mehr haben, dann da die hält sich auch richtig fest an mir, weil meine Finger warm sind. Das gefällt ihr scheinbar. Und sie kennt mich auch. So, jetzt habe ich bloß was vergessen.
Wir haben ja vorher davon gesprochen, den Rand von der Box auch mit Melkfett einzureiben. Das habe ich jetzt hier gemacht. So, machen wir weiter. Die Jellies, die machen wir mal raus. Die haben sich also hervorragend bewährt, wie wir vorher gehört haben. Dann haben wir hier noch die Zinkflasche. Die kann man auch so rausleeren. So, und das ist im Prinzip der Erdteil, wo Sie nutzen können. Ja, man muss sehr aufpassen. Also bei den Fauchschaben auf jeden Fall mehr aufpassen wie sonst. Guck mal, das Männle, ja. Ja, Wahnsinn. Also das Männchen ist ein richtiger Brecher. Man sieht. Oh, schau sie an, die Männle. Oh. Oh je. Nala! Oh. Der wird sich wahrscheinlich bald häuten. Das ist natürlich schon mal ein Roller dazu. Nala! Jetzt hört er mal richtig, wie eine Fauchschabe tut. Das ist jetzt einer der größten, das ist ein Männchen jetzt. Wir müssen jetzt nur hier die Rollleiten zufahren, weil nämlich die Nala, die tickt allmählich gerade aus. Jetzt hat er sich richtig schön groß gemacht. Jetzt, ja, komm her. Ja, 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 ja. Ja, ist ja schon gut. Jetzt, ja. So, hier das Weibchen. Wir tun mal die größeren raus, damit wir eine Zählung machen können. Man sollte schon wissen, wie sein aktueller Bestand ist. Ja, ganz schön, ja. Das dauert halt ein bisschen länger jetzt, ne? Also wer... Wenn das zu lang geht, der kann natürlich spulen. Aber ich würde euch schon empfehlen, das anzuschauen. Da muss man echt ganz genau schauen, gell? Ja, muss man. Ich habe jetzt sie halt in die Box reingetan, damit sie möglichst viele Versteckmöglichkeiten haben. Also man sieht, wenn man hier so Sachen hat, wo so Rinnen haben. Ja, du findest auch jedes Loch da, wo du durchgucken kannst. So, dann machst du gerade. Ich habe gerade gedacht, man kann es ihr geben, aber es muss nicht unbedingt sein jetzt. So. Dann kann man hier diese Emporen, die kann man ganz einfach rausmachen. Das ist so ein Schienensystem an der Seite. Weil die sich natürlich auch hier drin verstecken und so. Also man muss überall schauen. Am besten man tut, wenn man sowas fertigt, gucken, dass keine
Spalten und Nischen sind. Und immer ein Auge auf diese Box hier richten, wenn man was macht. Ich puste die jetzt einfach raus da. Am besten, man guckt überall rein, man schaut es am besten mehrere Minuten an, wenn man es weglegt. So. Da ist jetzt nichts, weil ich da schon drauf geachtet habe. Ja. Ist ja schon gut. Ja. Das ist jetzt schon ziemlich vertrocknet, die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, da steht nur unsere Wasserflasche drin. Also, die brauchen halt die Erde. Ja. Am besten ist auch, man schüttelt in dem Terrarium die aus. Seht ihr das? Da muss man also wirklich Acht geben. Hier haben wir noch eine Haut, die wie eine Schabe aussieht. Du bleibst hier. Komm. Also gut. Also die tun wir nachher zählen. Weil bei den Fauchschaben ist es so, dass die Männchen Territorien bilden. Und es nicht gut ist, wenn das Terrarium keine Versteckmöglichkeiten bietet. Und die sich alle gegenseitig auf den Sack gehen. Hoppala. Ja, das sind noch mehr. Das war erst seitdem du diese verschiedenen Ebenen machst. Ja, seit wir diese Ebenen da hier drin haben. Solange die keinen Kontakt mit was anderem bekommen, ist es alles safe. Das ist jetzt ein größeres Weibchen. Man sollte auch keine Scheu haben. Die Milben übrigens, die lasst ihr bitte auf diesen Asseln drauf, auf den Schaben drauf. Die reinigen den Panzer. Je feuchter es ist, desto mehr Milben sind drauf. Das ist jetzt so die mittlere Feuchtigkeit. So, ich schätze mal, was haben wir vorher gehabt? 40%. Ein bisschen höher kann man es schon noch machen. Zack, und weg ist er. Und wenn euch das in der Wohnung passiert, dann habt ihr echt verkackt. Unter Umständen. Es sind wirklich, wirklich interessante Tiere. Die Erwachsenen, die kann man jetzt nicht verfüttern. Oder man kann schon, aber es ist kein schönes Schauspiel. Ab und zu liegt da mal ein Männchen drin, wo tot ist. Wir tun jetzt alle... Hoppala. Wie viele sind denn das? Viele. Also man sollte auf jeden Fall auch nicht erschrecken, wenn die sich festhalten. Die beißen nicht. Die tun euch nichts. Also nicht, dass er die aus Schreck von den Fingern weg schnippt. Wie gesagt, die tun euch nichts. Fühlt sich an wie Maikäfer. Ja, genau, wie Maikäfer fühlt es sich an. Wir haben jetzt die hier raus, die etwas größer sind. Hier unten drin sitzen sie zum Beispiel. Die tun wir jetzt dann mit einem
bereichsmäßig aussaugen, das Ganze. Das ist das Geheimnis dran. In dem Boden kann man nämlich die Schaben nicht sehen. Was jetzt uninteressant ist. Wir haben jetzt die ganze ganzen Schaben jetzt so rausgetan und übrig bleibt nur der Scheiße und die kleinen. Und da muss man halt gucken, dass man die kleinen, wenn es nicht so viele sind, dass man die irgendwie raustut. Man muss halt darauf achten, dass hier auch kleine sind, wo auf dem Rücken liegen jetzt. So. Man sieht schon, die Schaben, die haben jetzt kein Rückzugsort mehr. Ja, die krabbeln jetzt da oben rum. Wir holen uns jetzt aus den Ecken diesen Kot raus. Tun wir alles abbürsten. Man sieht schon oben an der Scheibe. Nein, so viele sind es eh da. Aber da die auch an der Kante laufen, mache ich jetzt einfach mal die ganze Scheiße da in die Mitte holen. Dann können die nämlich aus der Mitte raus. Muss man bloß ein bisschen warten, bis die da rauskommt. Da ist noch einer. Natürlich können wir jetzt sagen, eine Schabe, saugst du doch ey, aber. Das ist, sind alles Lebewesen und man muss das nicht dann mit Gewalt machen. Wir passen sogar bei unseren Asseln auf. So. Ja. Denke mal, jetzt können wir. Bewegt sich nichts mehr. Ja, so, das war's schon. Dann stellt man nachher diese Box wieder rein. Man kann das übrigens auch mit größeren Box machen, wenn ihr das wollt. Also die kann ruhig so groß sein wie das Terrarium. Ihr müsst halt gucken, dass ihr die Box nachher wieder schön rausbringt. So viele erwachsene Tiere hatten wir übrigens noch nie. Die haben jetzt schon, ich glaube, 5 oder 6 Jahre. Immer wieder stirbt jemand, es kommen wieder welche dazu. Und ja, ist eigentlich schon schön. Das war bestimmt falsch rum. Ja. Ihr müsst halt gucken, dass die Box so groß ist, wie gesagt, dass er in dem
Terrarium noch hantieren könnt. Es bringt nichts, wenn ihr eine große Box habt und ihr könnt sie nicht mehr umsetzen dann. So, und dann schieben wir die Innereien wieder rein. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen. So. Das hier rein wieder. Hier rein. So. Dann kommen die verschiedenen Verstecke. Das kann man noch nicht drauf tun. So. Jetzt müsste ich bloß einen Block nehmen zum Zählen dann. Also. Weibchen 1. Zwei Weibchen. Zwei Weibchen. Die Kleine zählen wir mal, Leute. Ein Männchen. Und bei der Kleine würde ich jetzt sagen, ja, dann machen wir es, Leute. Das kann man nachher sehen. Bei denen ist es nicht so sicher, was ist. Sobald die mit irgendwas Kontakt bekommen, was ihnen taugt von der Oberfläche oder vom Ganzen, sind sie schon weg. Ich bin bloß ein bisschen abgelenkt, weil ich muss hier extrem aufpassen. So. Mitkommen. Ein Weibchen, nochmal ein Weibchen, nochmal ein Weibchen, hier ist nichts, okay. Hier ist nichts. Nee, das ist ein Männchen. Weibchen. So, da hinten sind die ganzen Kleinen drin. Klar, man müsste irgendwann, wenn es zu viele werden, dann in die... Wir haben hier am Ort so eine Insektenstation, oder man könnte es ja auch verkaufen. Das könnte man machen. Also zerreißen lasse ich die von der erwachsenen Badegamme nicht. So. Die Männchen haben auch übrigens verdammt viel Kraft. Die lupfen das ganze Ding, lupfen die da umeinander in der Nacht. So, und dann haben wir noch ein Männchen. Männchen erkennt man an den
Höckern hier oben an den ausgeprägten. Sieht aus wie zwei so Scheinwerfer. Und die Weibchen sind eher glatt. So. Ja, das war's eigentlich schon. Keine Toten. Vorher waren es immer ein bis zwei, wo immer so ab und zu gestorben sind. Und dann kann man hier die Glasscheibe wieder reinschieben. Halt. Muss man halt was machen. Das ist gut, dass unten drin eine Heizmatte ist. Dann kann man nämlich, wow, drei Männchen und sieben Weibchen. Weibchen sind gleich geblieben, Männchen sind zwei dazukommen. Ah ja, okay. Siehst du es mal? Ja, dann sieht man mal, dass man von der Ernährung und von der Umgebung jetzt eigentlich auf einem guten Weg sind. Natürlich kann man auch bei den Fauchschaben drüber streiten, ob man sie so steril unterbringt. Aber wie gesagt, ihr habt ein Riesenproblem, wenn die Fauchschaben sich in den Boden verstecken. Und dadurch schlecht auffindbar seid. Ihr habt bei der Reinigung Probleme, bei allem eben. Und so kann man halt den Bestand auch kontrollieren und sieht auch ganz genau, wo welche Tiere sind. Und das war's eigentlich schon von der Reinigungsgeschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Videos, wo so Reinigungen und so Tutorials oder so Workshops dabei sind, die dauern halt etwas länger. Aber man hat ja die Möglichkeit, den Vorlauf zu betätigen. Von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen und ich konnte euch auch ein bisschen auch helfen und die Angst auch vor den Insekten nehmen. Das ist nichts Schlimmes. Man darf sie nur nicht unterschätzen. Ja, wenn man unachtsam ist, dann hat man damit kein Glück. Jo, also gut, dann eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.